Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, was hier in dem Dorf los ist. Dass hier in Wirklichkeit eine Illusion ist von irgendeinem Malak. Und ja, war ja irgendwie offensichtlich. Jetzt haben sich Nico und die ganzen Dorfbewohner in Dinges verwandelt. Ja, Magilo wusste natürlich von alles hier, war ja klar. Ja, wir sind in einen Traum gefangen anscheinend. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal alle Dorfbewohner hier erledigen, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Geblieben. Ja, ich habe Steine um mich rum. Gut, wie geht es jetzt weiter? Jetzt, wo wir die Wahrheit wissen. こっちよ。ほこら、森を抜け出さき。おい、何がどうなっている。敵の罠じゃよ。全部ベルベットの夢を利用して幻じゃ。悪趣味な術だ。ベルベットが見破ったんだな。はい。でも夢とはいえ、あんなに容赦なく。驚くべきはそこじゃないわい。 Na, eigentlich hat sie jetzt ja nur schon, nachdem Luffyset irgendwie gesagt hat, warum sie auf einmal Sachen schmecken kann. So ist jetzt nicht, dass sie ja vollkommen alleine dafür verantwortlich war. Ich schwöre, wenn ich hier... Verdammt. Ich wollte jetzt nicht die restlichen Sachen kaufen, die noch im Laden waren. Ah. Schon, wenn ich so Katztruhe nicht alt ist, noch da, okay. Dann müssen so schnell wie möglich die einsammeln. So, den Wald, den kennen wir ja. Was geht oben? Da sehen wir noch die Musik. Wollte schon sagen, keine Kampfmusik oder irgendwie sowas. So, wer wird jetzt vor dem Berserker-Modus? So ein Gefühl, eben sie so getäuscht wurde. Weil war doch sowas von offensichtlich. Meine Leute. Daneben, nee, doch nicht gut. Immer noch 4 Erfahrungspunkte, sehr gut. Läuferglück. Oben. Ja, ich will den Part gerade erst begonnen. Wieder gefragt, wie viele Minuten habe ich noch? Ich habe den Part ja gerade erst begonnen. Läuferglück haben noch nicht alle. Nehmen wir das hier. Läuferglück ist nur für die Damen, ne? Ja. Aber die haben noch alles. Warte. Fällt mir ein. Läuferglück. Dann nimm du das erstmal. Ja. Dann können alle anderen erstmal was hier lernen. Genau. Ja, zum Beispiel. Du kannst die hier nehmen. SG-Kosten. Weiß nochmal SG-Kosten. SG. Ach, das ist für alles, ne? Hier für Angriffe, fürs Ausweichen und so, ne? Ja. SG 22,5, ja genau. Da war ein Zombie-Geist oder irgendwie so ein Zombie-Geist. Geil. Also wie ein Werwolf-Vampir. Voll krass. Ich muss irgendwas trinken. Ey, mein Hals tut schon wieder so weh. Wird vielleicht sowieso der letzte Part sein, den ich heute aufnehme. Also ist ja auch egal. Rede ich einfach die ganze Zeit so. So, da war so ein Geist, gegen den ich kämpfen. Nur so ein Skelett. Ein Skelett. Ja, jetzt.
Die ganze Zeit nach, was ist das für ein Viech, ein Skelett? Das war richtig. Und das Ding mich, der was? War da irgendwo ein Skelett, glaube ich. Was? Da. Na, kommen wir zu diesen Dingen, wo Lafayette getötet wurde. In der japanischen Version, also in der Originalversion, wurde er ja von Schwert irgendwie ja durchbohrt. In der westlichen Version, also die wir und die Amerikaner haben, wurde er irgendwie von Zauber einfach nur so durchbohrt. Neue Sachen, cool. Also war ein bisschen grafisch heftiger in der japanischen Version. Also in unserer Version war es einfach nur Magie. Oh, den hast du schon. Warum wird das geändert? Okay, da war wahrscheinlich, weil er noch ein Kind war und deswegen etwas runtergetont werden. Aber trotzdem, das Kind ist gestorben. Wie es gestorben ist, ist doch dann nicht wichtig eigentlich, ne? Und von da war ich, ne? Ja. Nee, da sind Sachen noch zum Einsammeln. Ja, wollte schon sagen, ich wäre jetzt beinahe nicht heruntergesprungen. Also, ja, die runtergetont worden ist, weil das ein Kind war, ne? Oh, nee, gegen euch habe ich. Egal. Komm her. Also, wie das Kind gestorben ist, ist anscheinend nicht wichtig. Nee, wie das Kind gestorben ist, ist anscheinend wichtiger als. Ob es überhaupt gestorben ist, ne? Meine Güte, ey. Ich verstehe manchmal nicht so, was Leute hier so an Zensierungen hier haben. Ich hasse ja Zensierungen jeden. Okay, diese Angriff habe ich noch nie gesehen. Ich drücke einfach Viereck hier. Ich halt einfach Viereck hier gedrückt. Anscheinend werden diese Angriffe dadurch, meine Güte, aktiviert. So, sie hat alles cool. Wir können uns sogar ausgerüstet lassen, weil die anderen nichts haben gerade. So, du musst noch Topaz und Quarz Sachen ja einsetzen. Lerngeschwindigkeit, genau. Cool. 34%, cool. Ja, dich habe ich vorhin gesehen. Und total Hexe, oh Gott, das wird mich auf den Nerven gehen. Was? Auswechseln. Was ist denn da schon wieder passiert? Ey? Sehr gut. Da sieht ein bisschen aus wie von Rose aus Selbst Hysteria, wenn sie ihren Angriff beendet. Ja, ne? Mir fällt gerade was auf. Rose kämpft auch mit zwei. Die kämpft mit zwei Messern. Kann es sein, dass sie irgendwie den Kampfstil von Rangetsu irgendwie hat? Der Rangetsu Kampfstil. Mein Gott, was ist hier schon wieder los? Ja, ne? Deswegen sieht er wahrscheinlich auch so ähnlich aus. Wahrscheinlich ist irgendwie Roses Kampfstil irgendwie so ein Abklatsch vom Rangetsu Kampfstil. In Roko benutzt Akkordenpuppe. Was? Das natürlich, also einmal gegen das Viech gekämpft, direkt schon den Gegenstand bekommen, ne? Wo warst du? Ne. Dann wir speichern mal. Okay. Weiter mein ja. Wolf mit zwei Köpfen. Da ist der Therion. Einfach so. Autorus. Hey, das kenne ich. Den Begriff. Ein zweiköpfiger Hund ist das.
Ja, pff. War zu spät. Was? Sind sie das? Haben die schon immer zwei Köpfe? Mann, ich wollte meine Dinge eingeführt. Weiß noch nicht mal, ob sie eine zweite hat, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ob man 8 davon oder mehr als 2 gedrückt hat, verbraucht 4 SA. Ach Mann. Nee, die habe ich noch nicht gesehen, ey. Ach Mann. Hey. Ich werde nie irgendwie die Mystikart von allen hier sehen. Vor allem, wenn es noch stärkere gibt, ne? Also noch stärkere gibt, dann gibt es echt Probleme, ja. Hätte ich noch nie im Leben einsetzen können. Naja. Mein Gott, du hast 5 SA, merke ich gerade. Seelenbrecher-Dinger. Kann 5 Seelenbrecher, ne, 3, ne, 2. Ich kann ja erst ab 3 welche einsetzen. Oh Gott, was ist denn hier schnell los? Was war gemacht? Hast du dich aufgepowert irgendwie? Ah, Konter. Mein Gott. Ah, Konter. Ah, Konter. Oh Gott, voll drauf hier in diesem Kampf. Warte mal. Okay. Da sind noch mehr Gegner drauf. Ah. Ah, Konter. Eisen. Nein, nicht Eisen. Er taucht auf, kriegt direkt auf der Fresse. Ja, gibt's halt wieder nicht, ey. Auf Reck. Ich hab keinen Bock, dass du im letzten Moment hier fragst. So wie Velvet. Boom. Einfach durchgebrettert. いいのよ。私はこの子たちのご主人を殺した仇なんだから。けど今はダメなの。私が仇を打ったら好きなだけ食べていいから。だから力を貸して。 術も解けたようじゃな。古文書も消えちゃった。古文書って？最後まで書いてある彼主の古文書だよ。ベルベットの家にあったんだ。アルトリウスの本。本物が残っているかもしれません。ベルベットの家に戻ってみましょう。Das wäre natürlich sehr praktisch. 6er Schlag und viele Sachen gelernt. Viele Sachen gelernt, sehr viele Sachen gelernt. Wer auf normalen Schwierigkeiten höher die Fähigkeit eine zufällige Fähigkeit und die doppelte Expedition zurück. Boom. Teufelsflügel. Oh, cool. Haben wir alles? Nein, wir haben nicht alles. Boah, leck mich doch am. Hier läuft ein Stufe Rot Gegner einfach so casual durch die Gegend. Pff. Klar, na, du hast alles. Lerngeschwindigkeit, ja.
Fähigkeit gegen bisschen, das hätten wir in diesen Kampf gebrauchen können. Plop bringen. Viele Sachen haben wir hier gerade. Animalierring. Nicht Elementarschaden, das ist alles nicht so gut. Das ist gut. Dann geht ihre Verteidigung zwar wieder voll flöten, aber was soll's. Boah. Vergiftungsfähigkeit, Verbrennungsfähigkeit. Nehmen wir das hier. Art Angriff. Ja gut. Boom. Gegen Amorph-Gegner. Ist gar nichts gelernt. Gut gemacht, Roko. Das ist auch schon alles hier erfasst. Er hat natürlich jetzt auch nichts mehr. Lerngeschwindigkeit, ja, lass den ausgerüstet, bitte. Die doppelte Menge hier. Das ist eigentlich schon verdammt viel haben, ne? So Lerngeschwindigkeit mäßig. 62%. Das ist viel. Ist auch schon alles. Nochmal Lerngeschwindigkeit. Ich gebe den jetzt nicht das Allerschwächste. Das weckt der die ganze Zeit. Er hat eine Verteidigung von... Was? Er hat doch eine gute Weste an. Warum weckt denn der so schnell? Ja, ja. So, Topaz. Noch mehr Lerngeschwindigkeit. Er müsste jetzt irgendwann mit 80% oder so haben, ne? Ja. Also er müsste bald alles gelernt hier haben. Cool. So, und da ist das Loch, wo Lafayette und Velvet reingefallen sind. Und dann kam dieser große Drache, von dem ich mal annehme, dass der Illuminat ist, ne? Oder eigentlich, und es gibt es da noch, ne? Krass. これの死神の呪いと同系統の特殊な力を持った精霊を刺激しているんだろう。こんな悪趣味な罠を仕掛けるのはおそらくやつだ。だが、おかげでカノヌシの手がかりが手に入るかもしれない。本当にシモン。カノヌシの古文書を見つけたんだよな。うん。ベルベットの家で。よし。 Ja, den Stufe Rot Gegner da, den knöpfe ich mir ganz bestimmt jetzt nicht vor. Wir machen uns jetzt wahrscheinlich fertig und dann kann ich den Bosskampf noch mal machen, wenn ich Game Over gehe. Obwohl, ich kann den Kampf einfach neu starten, also ist das jetzt nicht so ein Problem, wenn ich frecken würde, aber trotzdem. Boah, letzte Viecher haben wir auch erledigt. Nein! Oh, 500 von diesen Dingern, ey. Das heißt, ich kann aus Green ja wie so blöden Seelen ja die ganze Zeit sammeln. Ah. Ah, was geht? So, 63. Der hat viel Art angeskraut. Das heißt, er wird Arzt eingesetzt, wie blöd. Also, tschüss. Einfach umgefallen. Mann, Lafayette. Wir wollen noch nicht gegen den kämpfen. Wir haben bisher noch keinen Schaden gemacht, aber trotzdem. So, den haben wir schon mal notiert. Jetzt wieder da direkt. Ja, Logo sind Nickerchen gemacht. Will es hier jetzt immer dunkel sein oder möchte ich dann nur mal irgendwie erwähnen? Okay, ihr seid wieder ein bisschen heller.
Verstehe ich irgendwie auch nicht. Ist ja niemand mehr eingezogen, nachdem was passiert ist. Ich meine, die Leichen wurden wahrscheinlich entfernt und so, aber das heißt noch nicht, dass jetzt hier niemand mehr leben soll oder so, ne? Gut. Ja, hier ist niemand. お、難しそうな本がたくさんあるな。手書きの地図。ほう。未完成だが、なかなかの精度だ。すごいね。弟が書いたのよ。 あの子は毎日熱が出て本を読めない時ずっとその地図を見つめてた。ライフセットは世界を旅したかったんだね。それがあの子の夢だった。なんでわざわざ危ないことをしたがるのかわからなかったけど、今私があの子の夢を叶えて。 Ja, sie strickt die Gedärme ihrer Feinde wahrscheinlich. Gott, da war schon wieder sehr krank. Und die Grabmäler noch. Ja, weil das ist eigentlich damit auf sich. Oh, hi. Bist du der Sohn gemacht hat? メルキオル。相変わらずじゃない。夢の霧はあんたの仕業ね。よくもあの術から出した。その覚悟、食うまで無ければ我が後継者にしたいところだ。わざわざ褒めに来たの？そうだ。この書を回収するついでにな。 返してもらうよ。これは我が友アルトリウスの師でもある先代筆頭大魔師がまとめたもの。身を捨てて世を憂えた高潔な魂が残した希望だ。汚れた傲慢が触れて良いものではない。てめえの許可なんかいるかよ。 Okay. Ich dachte, der Typ wäre. Dann kenne ich vom Intro das Viech, also. Aber ich dachte, er kann sich in dem verwandeln. Aber anscheinend nicht. Da war ein Stand. Ich sag doch, das ist Jojo's Bizarre Adventure. Also, Hysteria hatte schon Jotaro und Dio als Synchronsprecher, also überrascht mich jetzt nicht, dass hier so was auf einmal passiert. Aber müssen wir ihn jetzt. Natürlich kann ich mich jetzt nicht teleportieren. Mir ist nur wichtig, dass ich nach diesem Part hier ein bisschen die Welt bereisen kann. Ich habe einen Ort wieder festhänge. ライフセットが書き写した写本だ。ルフィが写した写本だ。あの子、それを売って
In your face, Melchior. Der nicht das Buch gesehen hat, irgendwie am Boden lag, ehrlich. Mitten auf der Straße. Sie kennt doch Melchior, ne? Natürlich nicht. Ich muss auf Titania, ehrlich. Da kann ich ja offscreen nichts machen. Wo bin ich hier? Ja, ernsthaft, wo bin ich hier? Bin gerade voll verwirrt. メルキオルが連れていたやつだな。あの気迫はただものじゃないぞ。しかしあいつは精霊じゃなかったよな。うん。しぽくさおさいぜん。だけど変だよね。精霊がゴーマを使うなんて。クーマという可能性はありませんか。メディサやモアナの霊もありますし、それはないはず。結界まで張って、地脈点につなぎ止めておきたいのがクーマ。 地脈点から剥がして連れ歩いて、カノノシに汚れを送ることができなくなる。そうですよね。そもそもここにはオルトルスがいたわけですし。何にせよ、メルキオルには現実に加えて手強そうな用心棒がおるということで。さて、ヤシャルスクナイツ。そう簡単には倒せんぞ。 Sah nämlich im Intro sehr ähnlich aus wie Heldalf. Er schätzt Unheils aus Tales of Systeria. Ja, das will ich sehe, genau. Soll ich vielleicht noch genug Dinger hier sammeln für die Truhe? Ich möchte nicht zur Titania zurückgehen. Und oh Gott, mir fällt gerade ein, Bosheit müsste sich doch jetzt hier ausbreiten bald. Wir haben nur den Therion hier entfernt, also ja, wenn ich zurück zur Stadt gehe, dann ja, wenn ich zurück zur Stadt gehe, dann wird wahrscheinlich meine Cutscene ausgelöst, so wie in Hell, nee, nicht Hell, Hell AWs. Eleanor, ich möchte dich fragen. Was ist das? Ich habe unsere Taktik in die Seele gelegt. Hä? Ich habe das nicht gemacht, Eleanor. Aber Melchior hat die Wirklichkeit vorher angekündigt. Wie soll ich das erklären? Ich 自分で真実を見極めるまで、あなたたちに協力すると約束しました。今更卑怯な真似はしません。やましい人間はみんなそう言うんじゃよな。お前の方がよっぽど怪しいんだが。わしは卑怯な真似はせんぞ。もういいわ。エレノアが情報を流したなら、タイタニアが襲われているはずよ。そうだな。 Ich muss zurück zur Stadt, ich muss ja Sachen kaufen. Ich muss zurück zur Stadt. Eine Art zur Dämonenkontrolle. Das ist alles wegen Melchior, ne? Wegen den Dämon. Deswegen er hier Fragen stellt. Anscheinend hat er ihn nicht unter Kontrolle. Sonst hat er ja nicht gesagt, ah, guck mal, wer mir hier gehorcht hat. Ja,
目の前に幻の人参をぶら下げて走らせるようなものじゃよ。オーマを直接操るんじゃなくて、現実の心を制御するってこと？うむ。もっともこれは、精神にただならぬ負担を強いる。心が壊れてしまえばそれまでじゃ。Genau das gleiche, was du mit Bin vom Mass. Karapono Utsuani Naruka, Yokuboni Nomarete Boso Surukawa, Honin Shidai no Fitch, Witch, Fitchija. Zuiben Kuashina. Iwarete Mireba, Nonde Washiwa Kona Koto Storunjaro. Ha! Yotoste, Washimo Kokoro, Ayatrete, Iwasarete Oro Yamashirene! Kova! Hanashi Hambuni Kitoita Hoga Yosasodis.Oh Gott. Ich kann mich zwar bald teleportieren. Hoffentlich auch immer. Nicht, wenn ich irgendwie bei Titania bin, heißt es wieder, nee, du kannst hier nicht teleportieren, weil Plot. Aha. Ich krieg nicht 150 Dinger, ne? Nee. Ich muss zurück zur Stadt wegen. Leute.そっか、そうだよね。僕がドラゴン化してないのが証拠なんだ。二人とも、ありがとうございます。私も、エレノアが故意に情報を流してるとは思ってないな。だが、メルキオールのような現実使いもいる。無意識のうちに考えを読まれている可能性も捨てきれん。ということだ。まあ、それも、ライフセットは、バルを hinter uns hergeschickt, ne?Ganz, ganz damals, als wir mit Artorios gekämpft haben. そんなことじゃスパイ失格だね。そうなっちゃうね。なんという嫌な証明。差別じゃよ。Okay. Was ich sagen wollte, ich muss zurück zur Stadt, weil ich ja Vorräte und so kaufen muss. Wenn ich jetzt da reingehe, ne, und wir gehen direkt zur Titania, ja, dann kriege ich einen Anfall.Sogar noch Sachen. Haben wir nicht schon mal gesagt? Ja, ne? Was ist jetzt hier eigentlich mit den Leuten?新鮮で美味しいウリボアの肉が届いていたんです。でも、3年前の降臨の日に。あ、jetzt sagen wir alle das Richtige。あと1日頑張ってたら、きっとアルトリウス様も間に合ったはずなのに。Die waren alle unter Illusion。本当に残念です。アルトリウス。あ、トーラス。Wie du tanzt。So, tun wir ja erstmal alle Ausrufezeichen noch zum Weg räumen. Der Knacker. Was? Dann gibt's auch noch. Ich glaube, wir sind beim nächsten Partie ein bisschen beschäftigt.頑張ればマジルちゃんとお近づきになれるかもしれないし、
マジルーか。しばらく会っていないが、ローグレスで評判を取っているようだな。はい、素晴らしい踊りで。お知り合いなんですか？ああ、師匠のバルタともな。マジルーも天才だが、バルタは100年に一人の大天才だった。だから、マジルーが無理をしすぎて壊れないか心配だよ。バルタは芸に関して妥協を知らないからな。そうなんですか。ライバルに同情しとる暇はないぞよ。台本は暗記したの？ Ich will noch nicht jetzt machen. そっちこそ間を外したら承知しませんよ。言うのう。わしも本気が出せそうじゃ。行くぞ。笑いの扉をこじ開けに。Mein Gott, ey. Das dauert ein bisschen zu lange hier noch. Hi, Dama. Mein Gott, na, Jimmy. Wie ein Huhn und Allergies. Ja, ja. Magin. Ja, ja. Und Jimmy, das ist klar. Okay, Santa. Also, wie ein Huhn, der Nan, das ist der Kaos, der Maske. Also, Magin, bitte. Nan, nur noch, das ist klar. Ja, sorry, nicht immer. Chica, wo du hier kommst, ich bin hier noch. Sru, das ist klar. Muss ich das klar?なんじゃの文句があるということはお主は寒うないのか常夏気分かそんなわけないでしょう確かに最近冷えてますけどもじゃろわしなんてあんまり寒いもんじゃから服に火をつけてしまったわいそんな無茶なそれでもまだ寒くてのラフトはゼゴール家にも火をつけたんじゃよ家になんてことをでも平気じゃよじゃって火をつけたのはお主の家じゃからそれは犯罪ですよこれどうした段取りと違う放火は犯罪ですえあはい台本では今の下りは焼けた服を買い直して懐が寒くなったがノーで落とすはずでしたよねそうじゃけどノリでアドリブを重ねてみたんじゃよ道徳的に問題です訂正しましょうなんじゃのもうただのネタに熱くなりよってネタで許されるなら声量はいりませんいえ私は大麻師で一人の人間として反社会的な行為を助長する言動を見過ごせないのですお主の怒りでこっちまで熱くなったわもういいわよくありませんもういいんじゃってばよくありません問題のあるネタを演じてしまい申し訳ありませんでした。Ich will Eisen auf die Bühne sehen. Das muss passieren. Sind nur noch Rokko und Eisen übrig. はい、真面目か。Ohne Jacke, Magelot, hutloser Stil, ohne Hut. Da muss ich sehen.Ah, schön. Wir sind ohne Jacke. Ohne ihre Ärmel. Boah. Und ohne ihren Buchrock. Ey. Lass mich nicht täuschen, das sind Shorts. Los, die letzten beiden noch. Ja, ich denke da, ne?40 Minuten, komm. 50 Minuten. でも、この前は何日も霧が続いたって。いやいや、霧なんてこの町では出たことないよ。晴れが続きすぎて、干からびそうなくらいなんだから。あの霧から、メルキオルの現実が始まっていたということか。そのようですね。OK。Beichten kann ich nicht, schade.Da ist auch noch irgendwo eine Links, aber da werden wir irgendwann später reingehen. Also später im nächsten Part. Boah. Ich höre schon, wie wird eine Ader platzt. Ich habe schon, wie wird eine Ader platzt. Ich habe schon, wie wird eine Ader platzt.じゃが、アバル村の方がゆかりは深かろうに、うん、確かにそうかもしれませんねアルトリウス様は
救えなかったあの村のことをとても悔やんでおられました。村を滅ぼしたゴーマは退治できても失った命は元には戻せないと。もしアルトリウス様がアバルに先に行かれてたら、滅んだのはこの町だったかもしれません。私たちはアバル村の悲劇を忘れないためにも同志を称える記念日を定めることにしたんですよ。そうよ、失った命は戻らないのよ。Ja, das war's dann in diesem Part, ne? Wo bin ich hier? Da ist eine Speicherung, meine Güte. Gut, dann würde ich sagen, ich werde offscreen ein bisschen trainieren. Kann ich überhaupt raus hier? Ja, ne? Ja. Ja, da ich bin wieder erstmal hier gefangen. Gucke ich irgendwie mal, ob ich offscreen hier Sachen kaufen kann. Topaz-Klamotten und so kriege ich wahrscheinlich ja nicht. Ne, doch, ich kriege jetzt hier auch Topaz. Geil. Zum Beispiel einen Topaz-Speer. Boom. Ja, werde ich gucken, ob ich hier alles kaufen kann. Und dann werde ich natürlich auch ein bisschen trainieren. Ein bisschen Titel farmen und so. Auf jeden Fall Seelen farmen, damit ich wieder die Truhen öffnen kann. Die werden wir wahrscheinlich im nächsten Part alle öffnen. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin den Bad hier. Wenn euch der Bad gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.